Man muss zwar das Rad nicht immer neu erfinden, aber Spinlaunch hat gezeigt, dass es manchmal vielleicht doch sinnvoll sein kann, es zu tun. Denn ihre Idee ist, Nutzlasten mit einer Zentrifuge ins All zu schießen, um so den Treibstoff für den energieaufwendigsten Teil des Fluges einzusparen. Ende September verkündete Spinlaunch dann, dass sie in den knapp 11 Monaten seit der Inbetriebnahme ihrer suborbitalen Anlage 10 erfolgreiche Tests durchgeführt haben. Beim 10. Test beförderten sie sogar Nutzlasten für die NASA, die Cornell University, Outpost Space und Airbus. Nichts Orbitales, aber das schauen wir uns dann nachher genauer an. Es gab in der Community die Befürchtung, dass sie es nicht schaffen würden, das Projektil in der richtigen Millisekunde loszulassen. Nun, dass sie es inzwischen 10 Mal geschafft haben und sei es nicht bei voller Geschwindigkeit, ist es schon beachtlich. 10 Tests haben die Zentrifuge nicht zerstört. Bleibt abzuwarten, ob eine hochskalierte Version genauso erfolgreich operieren wird. Es gibt inzwischen unzählige Videos, die das Grundprinzip analysieren oder erklären. Deswegen liegt der heutige Fokus auf dem Fortschritt, den Spinlaunch gemacht hat, seit meinem letzten Video dazu. Um die Starship-Analogie zu ziehen, Spinlaunch ist mit ihrem System so weit, wie SpaceX damals war, als SN5 und Co. noch aktuelle Tagesthemen waren. Fühlt sich irgendwie an, als wäre das schon vor 2 Jahren gewesen. Kommen wir aber zu diesem besagten 10. Testflug mit Nutzlasten. Vorweg nochmals zur Klarstellung, das ist eine kleine Version dessen, was mal später in Betrieb gehen soll. Und wir reden hier von suborbitalen Flügen. Was ganz schnell auffällt, ist, dass dem Projektil beim Austritt aus dem Schacht die Stabilität fehlt. Deswegen versetzt man zum Beispiel auch Projektile aus Schusswaffen in Rotation. Das stabilisiert die Flugeigenschaften. Beim Testflug Nummer 8 war eine Kamera an Bord. Hier ist auch zu sehen, wie das Projektil mit zunehmender Rotation weniger eiert. Echt coole Bilder, die wir hier zu sehen bekommen. Ein Blick auf die Nutzlasten der 4 Kunden zeigt, wie der Fortschritt so läuft. Anfang dieses Jahres unterzeichnete Spinlaunch ein Abkommen mit der NASA, um eine Nutzlast zu entwickeln, zu integrieren und zu fliegen und versorgte die Agentur mit den Informationen, die erforderlich sind, um das Potenzial zukünftiger kommerzieller Startmöglichkeiten mit Spinlaunch zu bestimmen. Wenn ich heute von Kunden rede, dann meine ich den Auftraggeber. Denn ich bin mir nicht sicher, ob dieser oder die anderen Testflüge Umsätze generiert haben. 2 Hauptziele standen im Mittelpunkt der Vereinbarung. Ein besseres Verständnis der Nutzlastintegration und der Testverfahren von Spinlaunch und Einblick in die Massenbeschleuniger-Startumgebung. Um dieses Ziel zu erreichen, stellte die NASA eine Datenerfassungseinheit oder kurz DAQ zur Verfügung, um kritische Starteigenschaften des kinetischen Startsystems zu erfassen. Das Sensorpaket war zusätzlich mit einem Gyroskop, einem Magnetometer und Sensoren für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Beschleunigung ausgestattet. Nach Abschluss des Testfluges Nummer 10 wurde das DAQ erfolgreich geborgen und aus dem Projektil entfernt. Die Testingenieure von Spinlaunch holten sich die Daten und überprüften sie mit NASA-Mitarbeitern, die vor Ort waren, um den Flugtest persönlich mitzuverfolgen. Das nächste Experiment zeigt, dass die handelsüblichen Sensoren, aber auch andere Komponenten ohne große Veränderungen einem Spinlaunch-Start standhalten. Airbus US Space and Defense ist ein führender Anbieter von Satellitensystemen. Für diesen Flug stellte Airbus US einen Satellitensonnensensor zur Verfügung, der typischerweise für die Lageregelung und Positionierung von Raumfahrzeugen verwendet wird. Der Sonnensensor wurde bei 10.000 G im 12 Meter Laborbeschleuniger von Spinlaunch getestet, bevor er in das Flugtestfahrzeug integriert wurde. Erfolgreiche Tests bis 10.000 G waren der erste Schritt zur Qualifizierung von Subsystemen für den Einsatz im Orbital-Startsystem von Spinlaunch. Sowohl nach den Hoch-G-Zentrifugentests vor dem Start als auch nach Testflug 10 wurde das Ausgangssignal des Sonnensensors mit den Daten vor dem Flug verglichen. Dieser Vergleichstest bestätigte, dass die Leistung und der Betrieb des Sonnensensors nicht durch die Belastung während der Vorflug-, Flug- oder Erholungsphase beeinträchtigt wurden. Spinlaunch und Airbus planen eine Zusammenarbeit, um eine Vielzahl von Satellitensystemen von Airbus zu qualifizieren, die mit der orbitalen Zentrifuge kompatibel sind. Was jetzt kommt, könnte die Erdbeobachtung bzw. die Erkundung anderer Planeten revolutionieren. Das Space Systems Design Studio oder kurz SSDS von Cornell Engineering hat kleine, kostengünstige Satelliten namens Chipsats
entwickelt und gestartet, um verteilte In-Situ-Messungen in der oberen Atmosphäre mehrerer Planeten einschließlich der Erde bereitzustellen. Dieser Testflug übte den Betrieb eines von Spinlaunch entworfenen Dispensers aus, der mehrere Chipsets aus dem Testvehikel freigab. Zukünftige Spinlaunch-Tests mit SSDS können Chipset-Verteilung in großer Höhe umfassen, um die Genauigkeit des Chipset-Wiedereintritts von SSDS und Simulationen der atmosphärischen Flugbahn zu überprüfen. Raumfahrzeuge im Zentimetermaßstab werden ein entscheidendes Werkzeug bei zukünftigen planetarwissenschaftlichen Missionen sein, sagte Hunter Adams, Dozent an der Cornell Engineering School of Electrical and Computer Engineering. Massenhaft aus dem Orbit eingesetzt, werden Chipsets durch die Atmosphäre und auf die Oberfläche dieses und anderer Planeten hinabsteigen und beim Fall räumlich verteilte Datensätze sammeln. Um diese Missionen zu planen, müssen wir die chaotischen Bahnen verstehen, die Objekte mit geringer Masse und großer Oberfläche von der Spitze der Atmosphäre zur Oberfläche des Planeten nehmen. Es ist absolut bahnbrechend für die Forschung an Raumfahrzeugen im Zentimetermaßstab. Hau gerne auf Daumen hoch und lass mir ein Abo da, wenn dir die heutige Sendung gefällt. Und wenn dir das nicht reicht, kannst du in die Videobeschreibung schauen und herausfinden, wie du mich unterstützen kannst. Danke dir. Und der letzte Kunde ist Outpost Space. Outpost. Ein Unternehmen, das wiederverwendbare Satelliten für die hochpräzise Rückkehr zur Erde entwickelt, stellt ihnen einen Bordcomputer zum Testen und Qualifizieren in der Startumgebung von Spinlaunch zur Verfügung. Und es scheint gut gelaufen zu sein. Die Videos sind etwas nebulös, aber es ist nichts Gröberes explodiert oder implodiert. Auch ihre Zusammenarbeit mit Solestial läuft echt gut. Solestial ist auf den Bau von Solarzellen für Satelliten spezialisiert. Tests in der Laborzentrifuge haben gezeigt, dass die Solarzellen die 10.000 G problemlos aushalten. Das sind große Fortschritte. Übrigens, hier in der Infobox ist mein anderes Video zu Spinlaunch. Sie haben eine eigene Entwicklungsabteilung für ihre Nutzlastintegration eingerichtet. Man kann entweder selbst seinen eigenen Satelliten für Spinlaunch qualifizieren bzw. umrüsten oder seinen Satelliten gleich bei ihnen bestellen. Sie befinden sich ganz klar noch in der frühen Entwicklungsphase, aber wenn das System wirklich ein totaler Müll wäre, wie manche im Internet behaupten, dann würden sie doch nicht von der NASA und den anderen Auftraggebern und Partnern ernst genommen werden. Besonders wenn man betrachtet, wie viel effizienter so ein System auf dem Mond oder auf dem Mars operieren würde. Keine oder nur ganz wenig Luft und eine verringerte Schwerkraft könnten Spinlaunch zu einem wichtigen Teil der Mond- und Mars-Infrastruktur werden lassen. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.